So, 12 von 16. Das hat also nur als zwei Früchte gezählt, die Sternfrucht. Also die Sternfrucht nur als eine und das andere dann als andere, klar. Das Positive ist, dass ich auf der Karte zumindest sehe, wo die Früchte sind. Und ich glaube, da, wo wir eben mit den Wasserläufern waren, das war auch schon das Gebiet, wo wir hin sollten. So, wir machen jetzt mal eine 15. 15, 20, 15, 20, 30 Aufteilung. Das ist eine gute Sache, weil blaue braucht man zwangsläufig immer ein bisschen mehr. Die gelben, das finde ich halt immer so ein bisschen das Problem. Sobald du alle Elektrozäune aus dem Weg geräumt hast, die gelben werden unnötig. Wie komme ich jetzt nach da oben? Also hier oben. Hier will ich hoch. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich muss dann ganz weit außen rumgehen, glaube ich. Und das könnten wir an der Stelle doch einfach mal machen, weil ich jetzt sowieso keine andere Ahnung mehr habe. So, hier kann man hoch. Hier kann man hoch. Kann man hier auch anders hoch? Ja, ne? Kannst hier irgendwie hoch. Aber bringt das? Naja, hier, das bringt nicht so viel. So. Müssen wir jetzt ernsthaft alle da runterwerfen? Das wird ein bisschen nervig. Ja gut, hier könnten wir auf jeden Fall ein paar Flügel-Pikmin mal machen lassen. Aber eigentlich wollte ich das. Nein, jetzt gehen alle da dran. Nein, 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 nein. Lassen wir erstmal die Flügel-Pikmin machen. Sobald die weg sind, kann man ja immer noch. Nein, jetzt kommt das Ding auch noch. So, Charlie, du regelst das. So, eine noch. Komm, macht hinne. Kriegt er hin. Danke. So. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, die jetzt dahin zu werfen, aber die können sie jetzt erstmal schnappen. Alter, wie Charlie rumrage. Guck dich das mal an. Nein. Oh, jetzt haben sie Charlie gepackt. Das ist nicht so gut. So, einmal hier, bitte so. Und jetzt so. Brittany kommt auch noch mit runter, das ist gut. Ja, und die Wespe können wir doch so noch killen, wunderbar. Nein, lass Charlie in Ruhe. Nein! Und nicht da weggehen mit. Ich will hier bitte mit allen möglichst lang. Nein, 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 nein. Bin ich hier jetzt falsch? Ich glaube, ich bin hier falsch. Das ist scheiße. Ja gut, hier könnte man jetzt natürlich erstmal alle dran schicken, aber das. Wieso bin ich jetzt hier falsch? Nee, bin ich gar nicht. Hier geht's weiter. Okay. Krass. Hab ich jetzt hier. Ah ja gut, die zwei in der Erde, die habe ich vergessen. Joa. Ja, wie das aufgefasst wurde. Ich habe es ja erzählt, was ich gerade gesagt habe. Und dann gab es halt ein paar im Stream. Cornel, gut, Cornel hat natürlich dagegen argumentiert, aber Cornel hat halt nun mal so eine Art an sich, wo man das ein bisschen. Wenn ich die jetzt hier hinwerfe. Ja, genau. Genau. Klar doch. Widersprich einfach mal jeglichen Regeln der Physik. Das macht Spaß. So. Und hier müssen wir tatsächlich dann alle drei benutzen. Das ist schon krass. So, und da hinten kommt jetzt. Ach, scheiße, wir brauchen die gelben auch, weil dann Elektrovieh ist. Okay, ich nehme alles zurück, dass man die gelben nicht mehr braucht. Charlie? Charlie? Wo ist Charlie? Charlie? Ja, jetzt auf einmal ist er da, genau. Ja, und jetzt leiden die Pikmin so ein bisschen. Elektroschockattacke, kommt her. Okay, eins ist draufgegangen. Nein, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist denn das da rechts? Ist ein Boss? Hier das. Ein riesiger Tanzapfen? Ist ja irgendwo für gut? Muss ja zwangsläufig, aber. Ja, wenn das ein Viech ist, dann kriege ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass da jetzt gleich was rauskommt, aber naja, gut. Oder ist das eine Frucht? Nee, eine Frucht ist es auf jeden Fall nicht. So viel wird nicht ausgewiesen, so. Höh, seit wann können die Dinger auch noch gelbe fressen? Na egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wunderbar. Und hier schicken wir auch einen. Was ist jetzt hiermit? Höh? Was machen die mit den Tannen? Ach, die bauen hier. Die bauen hier so eine Art Brücke damit, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, die bauen hier so eine Art Brücke nach oben oder so einen Stiel, damit man hier schneller nach oben kommt. Ich glaube, so ist das gedacht irgendwie, aber das ist schon ein bisschen übertrieben. So, 14, ja. Wird sogar angezeigt, wie viele man braucht.
So. Alf, mit dem können wir mal zurückgehen. Der hat ja sowieso gerade nichts zu tun. Und Brittany lassen wir irgendwo in der Einöde stehen, das ist gut. Ja, wie darauf reagiert wurde. Ein paar haben relativ aggressiv reagiert und sowas hat mich halt ein bisschen erschreckt, weil, mein Gott, wir sind Menschen, wir diskutieren. Wir haben teilweise auch stark unterschiedliche Meinungen, natürlich, aber das ist doch lange kein Grund, sich irgendwie gegenseitig fertig zu machen, oder? Also, ich finde, gerade wegen Diskussionen oder Ähnlichem braucht man sich absolut nicht fertig machen. So, das ist... Ah ja, gut, Brittany kann man nicht in der Einöde vergammeln lassen, weil die hier noch was machen muss. Die stehen jetzt alle hier hinten, genau. Gut. Das ist tatsächlich so eine Art Brücke dann. Okay. So, und hier hinten dürften wir dann wahrscheinlich sogar einen Boss haben, oder? Weil hier gibt es eine relativ große Frucht. Nee, nur so ein Viech da. Schleich dich heran und greife direkt von hinten an. Gelbe Pikmin sind die beste Wahl. Vollstar. Ja. Gut, dass ich auch so früh mal wieder erfahre, was ich da machen soll. Das, wow, 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 wow. Stimmt, da hat jemand mit Eisbällen geschossen. Das war das Vieh. Ah, die verschwinden dann nur. Die werden wahrscheinlich nicht gekillt, schätze ich mal. Ja, das können wir jetzt ewig so weiterspielen. Schieß mal bitte. Genau. So ist gut. Ja. Wieso ist der jetzt im Boden verschwunden? Jetzt kommt auf einmal... Wieso ist das eine Pikmin da jetzt gerade suicide-mäßig runtergegangen? Schießt du mal deinen Eisball. So, genau. Und das dürfte jetzt... Na? Fällt... Oh, die fallen da natürlich runter. Warum auch nicht? So. Was? Nein! Nein, 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 nein. Ach komm. Scheiße. Was machen wir jetzt da unten? Ich habe keine Ahnung. Weil wir können hier oben jetzt auch nicht so schnell weg, weil dann sind hier oben alle verloren. Bleibt mal schnell hier. Bleibt schnell hier. Schnell hier bleiben. Nicht bewegen. Und hierher kommen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Ne, ich weiß es nicht. Wir müssten ja eigentlich wieder hochkommen, oder? Da haben wir doch eben diesen Tannenzapfen da freigelegt. Ah, ja, 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 ja. Ja, das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, wegen vier Pikmin da runter zu gehen, aber... Mein Gott, die müssen gerettet werden. Dass ganz viele andere gestorben sind, werden wir an dieser Stelle einfach mal nicht erwähnen. Das ist nicht so förderlich für die Truppenmoral hier. Gut, Alf kriegt hier auf jeden Fall wieder ein paar. Die graben aus irgendeinem Grund. Ja, es wurde ziemlich krass aufgefasst. Also ich wurde da teilweise halt beschuldigt von wegen, Moralpredigt und ja, keine Ahnung, sowas in der Art. Kann ich ja auch irgendwo verstehen, ja. Es ist ja schon, man könnte es so auffassen, aber das war halt wirklich nicht meine Sache. Und das ist ja auch so eine, gerade in Moralfragen, da ist jeder ja anders gestrickt. Das kannst du doch so gar nicht sagen, was da positiv oder negativ aufgefasst werden soll, kann, wird. Also, 2, 3, 4. Wenn wir Glück haben, tragen es zu rot. Ja, gut gemacht. Und das tragen wir dann einfach mal dahin. Genau. Wunderbar. So. Jetzt können wir auch wieder getrost runtergehen, weil die dürfen das ja alles tragen können. So, jetzt fehlt uns gar nicht mehr so viel. Jetzt haben wir hier oben den Rundweg gemacht. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir halt wieder mit Brittany hier irgendwie hinkommen. Weil, nein, das wollte ich nicht. 4. So. Mit Brittany hier wieder hinkommen. Gesagt, getan. Ich hoffe es. Wie komme ich hier nochmal am schnellsten zurück, glaube ich, hier. Frucht erhalten. Hey. Damit haben wir schon wieder zwei große Früchte. Und so ein Vieh dann auch noch. So, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen... Oh, das macht er sogar. Hä? Ich wollte eigentlich nicht. Egal. Ja, gerade in Moralfragen, das sind ja alles... Das ist ja alles subjektiv. Okay, das war jetzt blöd, dass ich da noch gerufen habe, weil jetzt haben wir nur noch drei, die pflücken am Ende. Wir lassen einen Anführer mal hier. Genau. Der kann dann am Ende die... das war jetzt blöd, weil hier müssen wir nicht lang. Wo müssen wir denn lang? Die nächste Frucht lauert irgendwie hier hinten in einem komischen Areal. Keine Ahnung, wir brauchen ein paar gelbe für das Vieh.
Ja, man soll sich von hinten ranschleichen. Ja, das ist doch optimal. Wunderbar. Das war ein guter Tipp. So, hier hoch soll man. Aber eigentlich kommt man hier auch anders hin. Und dadurch, dass wir hier hoch nicht wirklich kommen, machen wir lieber den anderen Weg. Ja, ich glaube, Wasserareal... wir müssen jetzt hier wieder lang. Jetzt haben wir genau alles falsch gemacht. Super. Aber hier können wir zum Glück durch. Ja. Es wird nur wieder ein bisschen mehr on-topic. Ihr merkt es. Dadurch, dass ich eben jetzt in einem neuen Gebiet bin und... Ja. Ist halt so. Ja, Moralfragen. Ist halt alles subjektiv und ich finde, sowas sollte man niemals irgendwie einem als negativ ankreiden oder irgendwie meckern oder so, weil das ist doch Schwachsinn. Warum? Warum? Das bringt doch niemandem was, wenn man sowas macht. Wow. Nee, bitte. Ich meine, pflücken ist schön und gut, ja, aber bringt uns jetzt nichts. So. Wie machen wir dich denn am besten? Am besten mit denen hier? Ne, das war nicht so gut. Na komm, geht mal hinter ihn. Hat er den noch verdaut? Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier nochmal neu dran schicken. Ja, das wird jetzt am Anfang wieder eben ein bisschen darauf hinauslaufen, dass wir in solchen neuen Gebieten hier erstmal auch... Ja, wirf Charlie, der macht's bestimmt. Dass wir in solchen neuen Gebieten eben... ja, das wird einmal so schnell gefressen. Hat doch gar keine Zeit zum Verdauen irgendwie. So, hier müssen wir noch hoch. Hier müssen wir hoch. Hier hinten könnten wir noch über Wasser weiter. Bringt uns das irgendwas? Ja, gut. Halt eine Wand, ne? Ah, hier können wir... Ah, reicht es schon? Ja, das reicht sogar. 5 Stück reichen auch. Ja, cool, dann haben wir die nächste Frucht schon. Und hier können wir noch mit eine Wand sprengen. Ja, und das war's eigentlich schon. Hier mussten wir sonst nicht hin, nur wegen dieser Frucht halt. Gut, das war dann relativ leicht. Ja, also gerade in solchen subjektiven Fragen sollte man noch Diskussionen... Also da sind Diskussionen meistens sowieso überflüssig. Das ist so wie bei der Politik, ja? In der Politik, da hat meistens jeder seine Meinung und du wirst es nur ganz, ganz schwer. Das war jetzt ziemlich blöd, weil jetzt sind die da drüben. Ja. Gut, warum auch immer ihr jetzt da drüber wolltet, ihr habt euer eigenes Schicksal damit besiegelt. Weil ich kann nichts machen. Ich kann dir nicht helfen. Es geht nicht. Es geht wirklich nicht, weil... Man guckt euch an. Warum auch immer der jetzt nicht weitergefressen hat. Naja, für den war es ein Festmahl. Kann man die ja auch mal machen lassen. Ja, jetzt auf einmal entdeckt er so. So, und die letzten beiden. Alle weggefressen. Gut, fürs nächste Mal heißt es für uns... nicht mehr Pikmin oben an Mauern schicken, sondern lieber unten. Ist wohl besser. So, wieso sind jetzt 15 Pikmin auf einmal verloren? So, du kommst erstmal mit, genau. Jetzt nur noch 3, okay. Die rufen wir auch nochmal. 7. 6. Das war jetzt irgendwie nicht so clever, die jetzt hier hinzuschicken. So, wo kriegen wir die letzten... Wo sind die nochmal am werkeln? Nein! Hier hinten. Hier irgendwie... Ja, das habe ich noch. Eins habe ich noch. Ja, gut. Wenn so ein paar Flügelpikmin draufgehen, die haben den ganzen Tag für uns gesammelt. Das ist... notwendige Opfer. Ich gehe an dieses Spiel auch irgendwie logistischer ran und weniger emotional als an andere Pikmin-Spiele. Liegt wahrscheinlich halt daran, dass es einfach mein erstes Spiel ist und ich irgendwie, also, dass ich das erste Mal spiele und nicht die Möglichkeit habe, in vielen Fällen dafür zu sorgen, dass kein Pikmin stirbt, gerade halt bei Bossen. Und ja, das ist halt so ein bisschen, je mehr du verlierst, desto weniger wertvoll wird es für dich. Also, wenn du wirklich einen Run hast, wo du... keine Ahnung, bis zum vorletzten Boss oder so kein einziges Pikmin verloren hast, dann ist dir das viel mehr wert, weiterhin keine Pikmin zu verlieren, als wenn halt sowas passiert. Ja. Ist ein bisschen so wie mit dem Stolz. Wenn der Stolz einmal angekratzt ist, dann kannst du dich auch noch weiter zum Deppen machen. Ja. Irgendwann geht's halt immer weiter runter, ne? Und irgendwann lässt du dich auch hinab, manchmal. Im Niveau zum Beispiel. Also wenn das Niveau sinkt, dann... machst du auch ganz gerne mal mit, ne? Dann verlierst du auch manchmal deine
Niveauvorstellung, wobei Niveau auch halt so eine Frage ist, ne? Es hört sich auch wieder ein bisschen moralpredigtmäßig an, aber egal. Bist spießig, in Anführungszeichen. In dieser Augenblick lässt dann die Mühen des Tages vergessen, nur schade, dass ich teilen muss. Wie immer, Brittany, hast du nicht mal verstanden. Hey, grüner Saft, das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Mal sehen, ob wir noch in den Lilanen drankommen, aber ich behaupte, vielleicht machen die am Ende ein Festmahl, wo sie dann alle 40 Nahrungen an einem Tag vertilgen. Naja, aber in puncto Logistik sind die ja auch nicht mehr ganz auf der Höhe. Ich meine, warum sollte man, wenn man 40 Rationen hat, nicht mal zwei essen? Also, ganz ehrlich. Selbst Pikmin, die ins Wasser geraten und in Panik ausgebrochen sind, kann man mit der Pfeife rufen. Sie kehren dann zum Anführer zurück. Auch bei Pikmin, die aus anderen Gründen in Panik ausgebrochen sind, scheint es das Beste zu sein, sie sofort mit der Pfeife zu rufen. Alf. Wir bekommen jetzt hier teilweise Tipps, die als Tutorial dienen, ja? Ich meine, wir haben jetzt schon 31 Tage hinter uns, dass die nicht langsamer verstehen, dass wir nichts mehr haben hier. Ist auch ein bisschen strange. Egal. So, was machen wir jetzt? Wir müssen immer noch weitermachen mit dem, in dem einen Gebiet weiter, genau.